So, jetzt aber die große Frage, warum? Warum gibt es hier ein Oger? Ich meine, da wird ja nicht da oben vor, nichts gestanden. Was? Was? Alter Schwede! Einer reicht doch! Und hier ist nicht mal irgendwas. Hier ist einfach gar nichts. Hallo. Was? Wie gemütlich der vor seinen Morgenstern gezogen hat, ist ja das. Ja, also nee, aber ernsthaft jetzt, ne? Ohne Spaß. Also Oger, ne? Müsst ihr wissen, Oger. Ne? Ein Schlag und es gibt keinen zweiten mehr. Vorteil ist, dass sie diese extremen Zuckungen haben, sobald sie einen Kopfschuss kriegen. Kann ich gar nicht verstehen. Pfeil im Kopf, ich würde einfach weiterlaufen, merkt man doch gar nicht. Da war er schon wieder ganz schön nah. Komm. Ich bin auch mutig hier, seht ihr das? Nein! Boah, wie weh muss das tun? Nein! 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 Oh, bleib ich erstmal schön stehen und ess gemütlich eine Keule. Mann! Darf ja nicht wahr sein. Man nannte uns auch den Ogerschlechter. Oder auch nicht. Man nannte ihn auch den Heldenschlechter. Wohl eher. Ich glaube, wir müssen direkt sprinten, oder? Ja. Gut, dass ich mir das gemerkt habe. Hätte auch wieder sehr lustig werden können. Mann, ey, hat das einfach so gut funktioniert. Hat er wieder voll Lebensenergie nach dem Laden? Das ist ja gemein. Hier speichern und dann weiterlaufen und wieder ein bisschen mehr töten, wieder speichern, geht da so gar nicht. Was interessant herauszufinden ist, was ist, wenn wir den jetzt genau hier hinlocken? Bleibt der auch wieder stehen? Achso, nee, der bleibt da schon stehen. Das ist auch gut. Hey, du sollst da stehen bleiben. Hör auf deine Regieanweisungen. Junge! Okay, wollte ich was sagen. Bitte genau wieder unter das Fadenkreuz stellen. Genau. Genau. Stopp, genau. Stopp, stopp. Danke. Perfekt. Und Cheese. Perfekt. 400 Erfahrung. Ja, den Morgen stehen wir uns gleich. Morgenstern sehen wir uns gleich an. Könnt ihr euch vorstellen, ihr bekommt so einen Steinklotz auf den Kopf. Ich glaube, dann ist euer Kopf nicht mehr. Mal kurz, um das mal zu zeigen, ne, hier. Ogre Morgenstern. Benötigt der Stärke 450. Das ist kein Morgenstern, aber erkläre das mal einem Oger. Auch eine schicke Beschreibung für den Gegenstand. Okay, raus mit der Fackel. Und ab, Öra. Und ab nach oben. Also wenn jetzt nichts ist, ne, dann gibt's aber Ärger. Ein rostiges Schwert, dafür hat es sich fast gelohnt. Morgentau haben wir noch gar nicht. Feuernest wäre jetzt auch nicht schlecht. Morgentau. Wird immer lukrativer hier. Nichts. Seltsamer Pilz. Nichts. Was ist denn jetzt? Ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht. Okay, alles wieder gut. Ich habe irgendeine Tastenkombination ausgelöst. Alles klar, auf einmal eine frei fliegende Kamera. Kann ja auch mal passieren. Also, wir haben echt gar. Okay. Schwarzer Rober. Viel Gold. Schwarzer Rober. Wie viel Gold denn? Schwarzer Rober. Schatz. Wir gucken jetzt mal. Das können wir ganz einfach herausfinden. 305. 250 Gold sind ein Schatz. Peanuts sind das.
Und dafür haben wir jetzt den ganzen Mist hier gemacht, ja? Dafür haben wir uns die ganze Oger. Naja. Wir haben ja sehr viel dazugelernt und sind jetzt geistig viel gebildeter als vorher. Uns wurden ein paar Hirnstücke aus dem Kopf geschlagen, aber ist ja auch egal. Nee. Also nee, danke. Wir reisen, wir nutzen eben einen Teleportstein, zwar den nach Redok. Also die Sache ist jetzt erstmal hier auf Eis gestellt, die Küstenerkundung. Also da bin ich jetzt ein bisschen schockiert. Ein Jahr, zweimal schwarzer Rober ist ja vielleicht für den einen oder anderen... Wisst ihr, wie lange früher auf meinem alten Computer das Teleporten gedauert hat? Erstmal schön auf Toilette gehen, essen, kochen. Halbe Stunde kochen. Kochen. Erstmal in Ruhe essen, dann noch den letzten Einkauf erledigen. Wenn man dann noch Lust hatte, konnte man dann vielleicht auch noch eine kleine Runde joggen gehen, so fit bleiben, direkt Kalorien verbrennen, wisst ihr? Da kam man zurück, dachte ich, ja, jetzt ist es so... Ah, nee, duschen gehen kannst du auch noch. Schnell duschen gegangen und dann... hat sich langsam die Welt aufgebaut. Und jetzt einfach 4 Sekunden. Es ist ein minimaler Unterschied zu früher. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Oger sind böse. So, und seht mal, so schnell kommt man von Redok zum Bauernhof. Okay. Unser Umweg über die Küste war, glaube ich, ein bisschen unnötig eigentlich. So, ich präsentiere euch Los Orcos und Los Schweinos. Hallo? Mach dich nützlich. Nö. Morra. Was war das denn? Mach dich nützlich. Morra. Babak! 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 Entschuldigung. Ach, guck mal hier. Oh, hört mal die Tonlagen an hier. Wenn ich so weitermache, dann fällt mir gleich der Hals aus dem Mund. Hals aus dem Mund. Mach dich nützlich. Mach du dich doch selber nützlich. Wisst ihr, sitzt da rum und trinkt Wein? Verschwinde. Ich verschwinde nicht, geh arbeiten. Ich ruhe mich aus. Du ruhst dich aus, ja? Mach dich nützlich. Beim Trinken reden, ich probier's mal. Nee, lieber nicht. Verschwinde. Ja, ich verschwinde ja schon. Was sagst du so? Die Flammen erinnern mich an den Krieg. Da war ein Poet, oder? Du musst weiter. Du, alter Schwede. Lass mich in Ruhe. Die Flammen erinnern mich an den Krieg. Kannst die Flammen gleich mal direkt vor Augen sehen, wenn ich den Kopf da reindrücke. Du musst weiter. Ich muss nicht weiter. Was sind das denn für komische... Verschwinde. Alter Schwede. Nee, also wirklich. Da, Kapdun übrigens. Alter Verwalter. Verschwinde. Mach dich nützlich. Hey, Cliff. Vielleicht mal eine vernünftige Seele hier. Mach keinen Unsinn, Fremder. Sonst werden uns die Orks bestrafen. Also wenn ich was Schlimmes mache, wirst du auch bestraft. Das ist ein sehr, sehr interessantes Angebot von dir. Was machst du hier? Ich bin Sklave der Orks. Ich arbeite für sie als Holzfäller auf dem Hof hier. Ich schufte mir den Rücken krumm. Dabei bin ich doch Schmied, verdammt nochmal. Aber als Schmied zählst du bei den Orks nicht viel. Wenn du nur ein Mensch bist. Also wenn ich so einen Mann hier als Sklaven hätte, ich würde den nicht als Holzfäller benutzen. Da fallen mir ein paar andere, interessantere Sachen ein. Ja, ich werde dich befreien, natürlich. Ich werde dich befreien. Red keinen Unsinn. Die Orks werden dir das Fell über die Ohren ziehen. Ich habe kein Fell. Ja, nochmal ganz kurz, Hintergedanke. Wisst ihr noch, was Redok unbedingt braucht? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wir sind so, so hilflos, hilflos. Wir brauchen einen Schmied, Schmied, Schmied. Tada, Cliff. Du bist Schmied. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Tja, wie denn? Ohne Schmiede? Tut mir leid, aber da verlangst du zu viel. Besorg mir eine Schmiede ohne Orks und ich zeig dir, was ich kann. Verstehe. Okay, er braucht eine Schmiede, um uns das Schmieden beizubringen. Dann bin ich mal gespannt, inwiefern er vielleicht wirklich mit der Schmiede arbeiten wird, um uns was beizubringen. Cliff, ich nehme dich beim Wort, ne? Du brauchst eine Schmiede dafür. Wehe, wenn nicht, dann gibt's... Saures. Oder Süßes, wenn du Saures magst. So. Toporg. Pork ist doch Fleisch, oder? Toporg. Na, schmeckt's? Schicker Thron. Deinen Schädel können wir ja dazuhängen, wenn du willst.
Was suchst du hier, Mora? Solltest du nicht besser auf den Feldern arbeiten? Ich will für dich hoffen, dass du schon einen Besitzer hast, denn sonst gehörst du jetzt mir. Ganz ehrlich. Ne? Keine Ahnung. Ich muss... Nee. Ja. Ja, hier mal, ein bisschen hier. Ne? Zeig, wer hier der Stärkere ist, wer hier der Ork im Ring ist. Ich bin gekommen, um dich zum Zweikampf zu fordern. Hahaha, ganz schön anmaßend von dir, kleiner Mann. Aber wie du willst, du sollst deinen Kampf haben. Speichern. Niemand besiegt mich, Mora. Anmaßend, tolles Wort, oder? Die Orks sind gebildeter als die heutigen Menschen. Oh, gut, dass wir gut gefrühstückt haben. Schnell. 1, 2, 3. Mach auf. Und nimm die Axt. Und plündern. Boah, alles geschafft. Speichern. Ja. Ich würde mal sagen, du bist jetzt ab sofort mein Fußaufleger und machst jetzt einen kleinen Hocker da unter dem Thron. Weißt du was? Guck mal hier. Oh. Ich hab Zeit. Meine Knochen. Ja, erstmal hier, ne? Erstmal hier ein bisschen Promille gegen den Schmerz reinhauen, ne? War schon blöd, oder? Interessante Lampe. Also ich weiß ja nicht, ob ich hier in so einem Haus hier mit offener Feuer... Vor allem direkt darüber der Balken, ob das so gesund ist. Na, red doch mit mir. Das war bestimmt alles Schädel, die er irgendwo draußen gesammelt hat. Selber besiegt hat er bestimmt gar keinen davon. Schwächling. So. Na? Du hast dich gut geschlagen, Mora. Was soll dein Preisgeld sein für den gewonnenen Kampf? Alles. Ja, Gold, Sklave. Ich will euren Sklaven da draußen haben. Der ist nicht so viel wert wie ein erfolgreicher Kampf, Mora. Du enttäuschst mich. Aber wenn du ihn willst, sollst du ihn haben. Und jetzt geh, ich hab zu tun. Oh, das ist immer zickig. Ganz ehrlich, gegen den Kampf ist eigentlich gar nichts wert, weil er total erbärmlich ist. Der weiß nicht mehr, wo der hingehen soll. Was bist du denn für einer? Hör mal. Und du das hier... Scheibenkleister. Da liegt der richtige Schatz. Wie gemein ist das denn? Das nehme ich mir aber mit. Und wenn er was dagegen hat, dann kriegt er nochmal eine drauf. Glück gehabt, Freundchen. Was willst du, Mora? Dass du vor mir niederkniest, du Idiot. Mach dich nützlich, Mora. Gesundheit. Musst du direkt benießen, ey. Nicht wahr sein. Cliff! Juhu, Cliff! Du gehörst jetzt mir. Was? Wirklich? Wie hast du das gemacht? Frag besser nicht. Okay, der gehört jetzt uns. Wir können mit... wartet mal. Hat er einen roten Bart und schwarze Haare? Cliff, du alter Kosmetiker. Nicht schlecht. Die Rebellen in Redok brauchen einen Schmied. Das ist ja wunderbar. Endlich kann ich wieder als Schmied arbeiten. Aber ich weiß doch gar nicht, wo dieses Redok zu finden ist. Ich bring dich zu Javier, dem Anführer in Redok. Vielen Dank, Fremder. Sag Bescheid, wenn es losgeht. Ich bring dich weg. Gut. Ja, ich... Ne? Vegetiere gerade so vor mir hin. So, Cliff läuft mit uns mit. Der weiß nicht, wo Redok zu finden ist. Wir sind scheinbar der Einzige, der überhaupt Ahnung hat. So. Morgen, Tau. Was? Okay, jetzt bin ich mit der Kamera wie... Ich bin eine Fleischwanze. Ich bin eine Fleischwanze. Oder? Komm, beweg dich. Ich habe Hände oben. Ich bin eine Fleischwanze. Wie krass ist das denn? Nein. Oh. Ich bin wieder ich. Alter, was war das denn?
Boah, war das eine Erfahrung. Boah, ich sag's, habt ihr noch nie erlebt. Alter Schwede, war das krass. 6 Beine. Krass. Alter Schwede, ich war eine Fleischwanze. Steuern konnte ich die zwar nicht, aber ich war... Nisch. Steuern konnte ich die zwar nicht. Ach Leute, ich glaube, ich muss ins Bett. Oder ganz woanders hin, wo man mich mit weißem Kittel irgendwo festbindet und nie wieder rauslässt, ey. Cliff, bitte nicht hängen bleiben. Auch nicht am Cliff hängen bleiben, versteht ihr? La la la. Cliff, sing doch nicht, du alter Idiot. Na, Cliff, wir sind schon da. Mach dich nicht direkt unbeliebt. Am besten, du hältst dich da raus. Besten, ihr haltet euch überhaupt aus allem raus. Ihr habt eh keine Ahnung. Ohne Spaß, ich habe jetzt in ein paar Minuten hier in Redock mehr bewegt, als die ganzen Männer wahrscheinlich, während die grau geworden sind. Moment, was hat der jetzt bis jetzt gemacht? Wahrscheinlich hat er seine Geschäfte in die Hose erledigt, weil er sich nicht mehr bewegen kann. So ein Idiot. Na gut. Mir laufen ja schon die Tränen vor Verzweiflung aus dem Auge. Also aus dem Auge nicht, das wäre ein bisschen schon komisch, aus den Tränensäcken. Boah, Tränen aus dem Auge, das wird ganz schön wehtun. Hier, seht ihr das hier? Das ist die Motivation der Rebellen. Die bösen Orks. Mach mal. Erstmal Pause machen. Das Schiff wurde gestohlen, aber ich mache jetzt erstmal Pause. Obwohl ich zu blöd war, darauf aufzupassen. Aber wenn wir Lester sehen, der kriegt auch nochmal einen Schwertschnitt durchs Gesicht, ey. Dem schneiden wir die Tattoos aus dem Gesicht. So. Cliff, willkommen im Deppenverein. Nein, nichts gegen die Paladine. Oder generell gegen die Rebellen. Außer das hier, wisst ihr? Was ist denn das? Der bringt gleich alle um, weil er denkt, das wäre... Willst du irgendwas? Tut mir leid, geht nicht. Cliff ist Schmied und wird ab jetzt für euch arbeiten. Das hast du gut gemacht, Fremder. Jetzt können wir unseren Waffenvorrat wieder aufstocken. Kümmere dich besser um deinen Kram. Vielen Dank, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm dies hier von mir als Zeichen meiner Dankbarkeit. Also, Cliff war Gefangener bei den Orks. Der Anführer von den Orks mit übelst der großen Klappe. Wisst ihr? Ich hoffe, du hast einen Besitzer, das gehörst du mir. Ich bin ja so toll. Hat 100 Gold dabei. Okay? Cliff gehört diesem Ork. Okay? Und belohnt uns direkt nach der Befreiung mit 300 Goldmünzen. Also, ich kaufe mir jetzt einen Sklaven. Ne? Wisst ihr? Ne? Einen maschinellen Sklaven. Es gibt ja keine Sklaven, Gott sei Dank. Ne? Dann besteht bei mich 5 Euro. Und mein Sklave hat 3000 Euro dabei. Und ich sag, oh nein, wie konntest du mir ganz Geld wegnehmen? Ich bin jetzt arm. Warum hat Cliff 300 Goldmünzen dabei, wenn er gerade versklavt war? Welcher Sklave hat 300 Goldmünzen? Die haben nicht mal Klamotten an. Wo sollen die sein? Ich meine, ja, er hat jetzt was an, weil die Orks ihn wahrscheinlich nicht nackt sehen wollten. Aber was soll denn das? Und jetzt kommt das Schlimmste, wisst ihr? Wir stellen mal Cliffs Leben dar, wenn wir ihn nicht befreit hätten, okay? Cliff ist bei den Orks. Sägt, 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 sägt. Arm fällt ab vom vielen Sägen. Anderer Arm, säg, säg, säg. Arm fällt ab. Einer Bein, säg, einer Bein. Eines Bein, säg, säg, säg. Mit dickem Zeh durch die Säge. Stell euch das mal vor, das tut weh. Bein fällt ab. Nur noch Torso und Kopf. Irgendwann, okay? Die Orks hätte mit Löffel füttern müssen. Okay? Ne? So, jetzt befreien wir den. Wir retten ihn vor diesem schlimmen Schicksal, verdammte Hacke. Wisst ihr das? Er steht jetzt hier vor uns. Und jetzt kommt's. Er ist so gnädig. Er ist so nett und bringt uns das Schmieden bei, okay? Jetzt guckt euch das mal an. Bring mir was über das Schmieden bei. Und will verdammt nochmal Gold dafür haben. Wie dreist kann man sein? Er verdankt uns sein Leben, okay? Er wäre ein Torso mit Kopf, ohne Arm und ohne Beine. Ohne Beine. Wisst ihr, wie das Leben ist ohne Arm und ohne Beine? Ihr könnt nicht mal laufen. Man muss euch auf die Toilette setzen. Man macht da keine Witze drüber, wir tun so Menschen auch wirklich extrem leid, aber das hätte Cliff passieren können. Die Orks hätten den auch die Gesundheit. Die Orks hätten dem auch die Arme abschneiden können, als Bestrafung, weil es nicht mehr schafft zu sägen. Und der will trotzdem Gold dafür haben. Wie kann ich schwere Rüstung richtig nutzen? Zieh die Gürtelschnallen richtig eng. 5000 Goldmünzen! Was ist das für einer? Schmieden.
Bring mir bei, wie ich mit dem Hammer den Stahl treffe. Ja, du musst den Zeigefinger ebenfalls um den Stiel legen. Dankeschön. 250 Goldmünzen, bitte. Wie dreist ist der bitte? Was muss ich übers Schürfen wissen? Auf Deutsch gesagt, wie schwinge ich eine Spitzhacke richtig? 1000 Goldmünzen. Gesundheit, Paladin. Das darf doch nicht wahr sein. Zeig mir, wie ich eine Erzwaffe schmiede. 2500... Übrigens, ihr seht jetzt, die ganzen Rebellen haben jetzt grüne Namen, außer natürlich Javier, der ist ein bisschen anspruchsvoller als die anderen. Copper und Rebellen und Rebell und Rebell und Rebell, alle haben grüne Namen. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass wir, Moment, hier jetzt, einen Ruf von 80 haben. Gesundheit, warum niesen denn alle? Irgendein Virus hier unterwegs, ja furchtbar. Also wir haben jetzt einen Ruf von 80 hier, damit über 75 und damit sind jetzt alle gut Freund mit uns. Ich weiß gar nicht, ob wir zu viel stehlen dürfen, wie wir wollen, aber wir lassen es einfach. Wir könnten jetzt Copper mitnehmen. Ich überlege gerade, wo wir hinlaufen. Wir laufen dahin. Nee, da ist Copper fehl am Platz. Naja, gut. Also man muss schon sagen, die Leute hier in Gothic 3 sind alle ein bisschen merkwürdig. Aber liegt wahrscheinlich an uns. So. Okay. Wir haben den Bauernhof von dem Schwergewicht Cliff befreit. Alter Schwede, ihr behinderten Orks, schon wieder gegen Wölfe am Kämpfen oder was? Am Kämpfen, das sagt man nicht. Das Am bitte streichen. So. Noch einmal. Alter Schwede, das ist ein Korb, das ist Potz, das ist, Lehm. Und die Geräusche. So hört sich doch kein Lehmkorb an. Keine Lehmvase. Was ist denn das? Meine Güte. Ich liebe das Spiel, Leute. Ich liebe es. Wow. Boah, da haben wir 3 Sekunden lang im Boden drin. Habt ihr das gesehen? Okay, also ich liebe das Spiel wirklich, ne? Ich will euch nicht irgendwie, ich will das Spiel nicht schlecht reden. Ich will euch nur mit ein bisschen Humor ranführen, wisst ihr das? Damit es ein bisschen unterhaltsam wird. Und du wirst dich langweilen. Es sind halt schon ein paar kleinere Ungereimheiten hier im Spiel, über die man sich ein bisschen lustig machen kann. Aber generell, Leute, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es wirklich. Uah, nicht... Ich glaube, wir haben die Hälfte unserer Seele abgespalten und die irgendwie diese Fleischwanze befördert. Ich habe keine Ahnung wie. Aber vor allem, wir porten uns ja echt zu der hin. Ich weiß immer nicht, wie das geht. Ich glaube, Schleichen plus plus W müsste es sein. Wie Wanze. Das macht alles Sinn. So, Schatulle. Die schlimme Nachricht ist, dass wir schon wieder fast am Ende sind von der Aufnahme. Ich würde am liebsten noch 15 Stunden aufnehmen, müsst ihr wissen. Das macht wirklich unglaublich viel Spaß. Kapdun. Ja, schlimm ist ja, wir haben so viel Spaß und werden mit ein paar Leuten konfrontiert. Was passiert jetzt, wenn wir in eine Stadt kommen, in der ganz viele Menschen leben? Da hat ja jeder so ein paar Probleme, wie wir die jetzt bis jetzt... Wie wir die bis jetzt kennengelernt haben. Also, ich meine, Cliff ist einer, ne? Und in Kaptun warten gleich 10 auf uns. Boah, diese Orks, ich höre die bis hier stöhnen, ey. Was machen die denn da hinten? Okay, gut geklappt. Ogerblatt. Erinnere mich nicht daran, ey. Oger. Einfach mal in der Höhle. Ich dachte, wir können ein paar Banditen töten. Oger. Verdammte Urga. Hungriger Wolf. Direkt neben dir ist ein Hirsch. Wie wär's? Oh, 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 oh. Das war super. Wisst ihr, was nett wäre? Ah, wir können... Ah, ich bin so blöd, ne? Statt einfach Inventar zu öffnen, so unsterblich. Ich esse immer beim Weglaufen. Guckt mal. Habe ich ihn doch so voll toll erzählt? Für alle, die es nicht wissen, man kann ganz schnell das Inventar öffnen und sich heilen. Und ich Idiot mach das nicht mal. Hua! Eins! Hua! Oh, der hat zu viel Leben. Hua!
Nein! Bitte. Ja. Ah, denkt an den Kapdun beim Assassinen, wertvolle Kiste. Dafür haben wir Geld bezahlt für die Info. Also, wer da nichts drin ist, ne, dann gehen wir zurück nach Redok und verteilen ein paar Schläge hier. Wie war das? 20 Gold haben wir dafür bezahlt, glaube ich. Der dicke Assassine, der so gierig wirkt, der hat bestimmt viele in der Kiste. Nee, bestimmt nicht. Der ist gierig, aber hat kein Geld. So. Okay. Hungrige Wölfe weg. Da hinten, wie gesagt, Kapdun. Hier rechts ist ein kleines Hütchen. Da treffen wir auch noch ein paar interessante Charaktere. Hungrige Wölfe. Auch ganz lustig, also in Gothic 3 ist es generell so, dass Tiere oder generell Gegner mit Namen, mit Adjektiv vorm Namen, zum Beispiel Hungriger Wolf, meistens irgendwelche Quest-Gegner sind. Das heißt, auch diese hungrigen Wölfe werden wahrscheinlich irgendeine Quest erfüllen. Kann man nicht mehr so allgemein formulieren. Alter Schwede. Hat ausnahmsweise mal überraschend gut funktioniert. Scavenger, Hungriger Wolf. Und noch zwei hungrige Wölfe. Wie konnte ich da denn nicht treffen? Wow, 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 wow. Die kamen jetzt schneller als ich dachte. Boah, was? Alter Schwede. Max-Geschwindigkeit. So, ein bisschen Fleisch. Ja, okay, jetzt hat das Spiel irgendwie die Spannung verloren, oder? Dieses Weglaufen, Wegspringen, einfach mit Tauf machen. Boah, diese... Ich hasse Wölfe. Boah, was ist das denn jetzt? Jetzt hat wir hier Max-Geschwindigkeit. Max-Geschwindigkeit? Ich verstehe die Wölfe aber auch nicht so richtig. Manchmal... Manchmal sind die ganz schnell und dann sind sie wieder ganz langsam. Ist ganz komisch. Was ist das denn jetzt? Nein! 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 Wolf 1 erledigt. Inventar. Boah, der ist aber auf. Was macht der da? Was macht der? Hat er einfach weitergeschoben. Auch nicht schlecht. Guck mal, wir sind gar nicht mehr richtig im Menü drin. Ich wette, wenn wir das Menü schließen, kann er uns direkt angreifen. Okay, kann er nicht. Das ist fair. Bogen raus. Und rein mit dem Pfeil in den Wolf. Ne! Der frisst den Scavenger. Wir haben nur letzte Zuckungen, ne? Und diese traurige Musik, also richtig demütigend, oder? Du hast versagt, du verdammter Idiot. Wegen eines Wolfes. Oder so ähnlich. Und jetzt kommt die Musik nochmal, weil dein Computer zu langsam ist. So, was war denn für eine Situation hier? Das war doch die Zwei-Wolf-Situation. Ja, und beide haben wieder volle Lebensenergie. Ja, das ist ja lustig gemacht. Verwandlung in Scavenger, ob das so schlau ist, da kriegen die Wölfe ja nur noch mehr Blutdurst hier. Auch ein bisschen blöd, ne? Der eine Wolf hat doch richtigen Pfeil im Kopf. Und hat trotzdem volle Lebensenergie. Das sieht ein bisschen blöd aus. Ach, Junge, Junge, Junge. Ihr seid aber auch hartnäckige Mistviecher. Hatten wir aber Glück.
Boah, das war... Dass wir das nochmal erleben durften. Die Wölfe sind tot. Nein. Sieht schon irgendwie grausam aus, oder? So ein ganz kleines bisschen. Naja, gut. Leute, ich würde aber auch sagen, bevor ich hier noch vollkommen von Rad drehe, es macht wirklich riesig Spaß. Das merkt ihr vielleicht auch. Das ist eigentlich meine Art, richtig Spaß zu haben. So ein bisschen, ja, humorvoll alles ein bisschen zu kommentieren. Macht echt riesig Spaß. So, wir haben hier rechts, wie ihr sehen könnt, Wolfsfell zu mitnehmen. Gratis? Nee, schade. Gerbegestelle sind's. Gut, und vor allen Dingen haben wir hier einen Sitzen, mal wieder. Natürlich, alle sitzen nur rum, das wissen wir ja inzwischen. Übrigens, Wasserfässer, da kann man das hier machen. Und regeneriert sich ein ganz kleines bisschen. Seht ihr das? Unten rechts. Lohnt sich nicht wirklich, dauert halt ewig, aber besser als gar nichts. So, ich würde sagen, wer das hier ist, der davor natürlich mal wieder einen schwarzen Roba konsumiert. Wie soll es auch anders sein? Und vor allen Dingen, was uns in Gabdun erwartet, erfahren wir erst beim nächsten Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Gothic 3. Und glaubt mir, die Musik. Es wird doch viel besser. Glaubt ihr nicht, ist aber so. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Gothic 3 und unserem so stark lackierten Bogen, dass die Sonne reflektiert. Bis zum nächsten Mal.